Aber bis jetzt sagt er zu. Da fährt er, der Gute. Und damit herzlich willkommen in der neuen Folge. Folge 197 oder so. Leute, wir haben auch bald die 200. Wir haben passend zu den 100.000 haben wir auch bald die 200 Vlogs. Da fährt der 8X. Wir haben aktuell noch ungefähr 70 Hektar auf dem Plan. Bei uns. Und noch ein paar hundert mehr woanders. Aber da fahre ich nicht die ganze Zeit, sondern da fährt der andere Betrieb dann auch selber. Wir ergänzen uns da jetzt so ein bisschen, auch personell, tauschen wir da so ein bisschen umher, damit es gut klappt. Und dann gucken wir uns das gleich nochmal in der Kabine an, aber jetzt gucken wir uns den erstmal nochmal von außen an. Und wir müssen nachher mal, ich weiß gar nicht, wann wir es schaffen. Wir hatten ja, haben ja viele gesagt, hier die, bei uns sacken die Achsen so ein bisschen nach. Das ist uns auch schon aufgefallen, aber das war bis jetzt immer noch gar nicht so schlimm. Aber jetzt wird es halt mehr. Das Ding ist, es ist aber nur einseitig. Also nicht auf beide Seiten. Von unten drückt die Maschine nach wie vor gut, das Gerät hoch. Aber sobald es oben ist, sacken die so wieder so ein bisschen runter. Geht natürlich nicht. Ja, es geht jetzt erstmal, aber ist nicht optimal. Nur, aber das ist halt so eine Arbeit für einen Regentag. Versteht ihr? Für einen Regentag halt. Oder wenn man mal Zeit hat. Dafür kannst du halt jetzt nicht beim schönsten Wetter die ganze Kette hier lahmlegen. Aber ansonsten war das heute kein so guter Tag. Wir haben angefangen. Ich hatte heute das Update von Venhus. Der war da. Also funktioniert auch alles. Das hat auch so hier funktioniert bei John Deere. Mit den Applikationskarten, mit der Belegung. Das habe ich gestern auch hinbekommen vom Joystick. Und wir haben nochmal den Druck von der Lenkung runtergenommen, zusammen mit dem von Venhus. Der sagt, fährt jetzt vielleicht ein bisschen schwerfälliger das Fass, aber der Druck ist deutlich weniger. Er hat auch nochmal, wir haben da nochmal eine Uhr rangehangen. Also wir kommen in der S-Kurve jetzt auf 100 Bar. Er meint, das ist voll okay. Das nehmen auch die Druckspeicher auf. Ansonsten, das Ding gleitet natürlich massiv über den Acker. Das ist schon, Fahrkomfort ist schon Next Level. Muss man ehrlich sagen. Ja, dann haben wir heute Morgen, wollte Detlef noch beim 6R die Ölfilter tauschen. Da ist ihm so eine kleine Stellschraube, da ist ihm so eine kleine, die Kappe abgebrochen. Dann musste er noch mal fix zum Lager die holen. Und das ist auch so ein Problem. Weiß ich gar nicht, ob ihr das auch habt, aber unser 6R, der hat halt regelmäßig die Dieselfilter zu. Alle anderen Maschinen auf dem Hof haben wirklich nur zur Durchsicht einen Dieselfilterwechsel, aber der 6R immer mal zwischendurch und immer wieder. Und da ist auch kein Dreck drin. Also wir lassen ja auch uns regelmäßig unsere Tankstelle reinigen und alles drum und dran. Und auch die auswärts, die Betriebe, wo wir denn tanken, die machen da auch immer alles sauber. Von daher kann ich mir das auch gar nicht so richtig erklären, aber das scheint so ein Standardproblem zu sein. Muss man gleich erstmal gucken, aber die fahren anfangs ein Stück hoch und dann fahren sie wieder. Sacken die wieder nach. Entweder ist eine Stickstoffblase kaputt oder einer von den kleinen Zylindern lässt Druck ab. Aber das kriegen wir raus. Das kriegen wir raus. Erstmal geht es. Wichtig ist ja nur beim Anheben. Das ist ja nicht schlimm, dass die da laufen. Ja, also das muss man nur wissen. Wir heben das Ganze ja an. Normalerweise, theoretisch, können die so ein bisschen mitrollen auf Schwimmstellung. Theoretisch. Aber wir heben das halt an, weil da unter die Schare, die müssen halt beim Steinkontakt massiv weit nach oben ausheben. Und deswegen heben wir an und klappen das Ganze nach hinten. Das stören aber die kleinen Räder nicht. Das ist ja, die haben ja den Hubweg viel, viel weiter da hinten. Der Rahmen klappt ja trotzdem nach hinten. Und das heißt, für die Steine ist es total egal, beziehungsweise für die Steinsicherung, weil die kann ja ausweichen. Und die Räder rollen halt hier
obendrauf hin und her. Ne? Also die machen hier halt eine kleine Spur. Das hat aber so keine Auswirkung und das ist auch eigentlich gar nicht schlimm. Aber schön ist trotzdem nicht. Schön ist trotzdem nicht. Hier standen übrigens Sonnenblumen, Leute. Das waren die Sonnenblumen, die wir relativ spät geerntet haben. Und Sonnenblumenstroh ist halt so, du rollst einmal rüber und dann ist das alles kurz. Deswegen brauchst du hier gar nicht viel machen. Hört ihr ja selber, da gehen wir rüber. Und wenn wir hier rüber gefahren sind, dann sieht das so aus. Und ich lasse das so bis zum Mais legen. Also hier fand auch keine Pflanzenschutzbehandlung statt. Weil in der Regel ist es so, dass dann doch nochmal das ein oder andere Sonnenblumenkorn auskeimt, sodass man im Vorauflauf beim Mais da lieber was macht und nicht jetzt schon mal ein Pulver verschießt. Von daher, es sieht ja jetzt gut aus, ist auch ein bisschen Vogelmiere, mehr nicht. Was natürlich ist, das E23 ist natürlich deutlich schwerfälliger als jetzt zum Beispiel ein stufenloses Getriebe. Aber das Arbeitsbild sieht gut aus. Sieht jetzt echt gut aus. Wir waren gestern noch ein bisschen auf schwereren Boden. Und da haben wir so ein bisschen Probleme. Da haben wir jetzt gerade schon mit dem Betrieb gesprochen. Wir würden das gerne hier alles fertig bekommen. Ob wir einmal mit der Scheibenecke oben 5 cm abschälen, damit es ein bisschen abtrocknet, Oberfläche, und vielleicht ein bisschen besser bricht. Weil wir haben da so massive Probleme. Das bleibt, der Boden bleibt einfach im Gerät stecken. Und wir wollen ja Wasser sparen, aber wir wollen ja auch irgendwie fertig kriegen. Wir haben ja heute den 18. April. Wir haben ja heute den 18. April. Und von daher, in 10 Tagen wollen wir spätestens auch Mais legen. Das sind ja ein paar hundert Hektar. Wochenende eventuell schon mal Sonnenblumen. Und wäre halt schon schön, wenn man das dann halt jetzt an einem Stück auch fertig kriegen würde. Ich habe jetzt heute, auf der anderen Seite ist der Boden auch ein bisschen schwerer. Und da habe ich die Jungs auch komplett die ganze Zeit an der Straße abgepumpt. Die kann man so parallel ein bisschen mitfolgen. Ansonsten fährt er jetzt hier über die Fahrgasse hoch. Dann hält sich das auch in den Grenzen mit den Spuren, die man da überhaupt hinterlässt. Wir versuchen das wirklich so ein bisschen zu minimieren. Aber auch da, wo der Boden, wo wir gestern waren, wo es ein bisschen schwerer war, da sacken wir ein bisschen mehr ein. Sind die Jungs auch teilweise unten stehen geblieben. Dann bin ich hochgefahren mit den größeren Reifen. Geht es dann auch deutlich besser beim Güllefass. Ist ja dieselbe Menge, die wir transportieren, aber haben halt deutlich größere Reifen. Gut, das Fass ist ein bisschen schwerer, das Anbaugerät ist ein bisschen schwerer. Aber im Endeffekt ist es ja trotzdem eine größere Auflagefläche. Ja, und der 8RX mit den Raupen ist schon beeindruckend, wie bodenschonend das Ding ist. Also selbst wo der Boden richtig cremig ist, ja, hinterlässt er gerade mal so Stollenabdrücke. Und wir fahren die ganze Zeit bei 0% Schlupf. Zum Dieselverbrauch und so kommen wir nachher, wenn wir mal in der Kabine sind. Aber bis jetzt sagt er zu. Das E23 ist natürlich wieder das alte Leid. Es ist schwerfällig, behäbig so. Klar, stufenlos ist da schon eine andere Liga in Sachen Fahrkomfort. Aber es ist halt zugstark, das muss man einfach sagen. Es zieht einfach unfassbar gut. So, die Jungs pumpen da oben jetzt über. Ich habe leider die Drohne nicht mit. Es kommt noch ein bisschen Wind auf. Ich habe leider die Drohne heute Morgen vergessen. Ich wollte euch unbedingt Drohnenaufnahmen machen. Ich habe noch nicht eine Drohnenaufnahme gemacht hier vom 8RX. Das ärgert mich, aber wir haben ja noch ein paar hundert Hektar. Von daher kriegen wir das wohl schon hin. Ja, ansonsten, was kann ich euch erzählen? Wir haben noch ein bisschen offen Wachstumsregler im Getreide. Was ich auch denke, was dieses Jahr wirklich sinnvoll ist. Letztes Jahr habe ich ja nahezu nichts mit Wachstumsregler behandelt. Aber dieses Jahr stehen wir halt richtig im Futter. Wir haben die gut mit Stickstoff versorgt, die Böden. Die haben sich alleine gut versorgt, weil halt viel Feuchtigkeit und Wärme nicht, aber viel Feuchtigkeit mineralisiert viel. Jetzt am Wochenende wird noch mal warm. Da mineralisiert natürlich noch mehr. Und dann geht es auch richtig los. Und da denke ich, da ist Wachstumsregler dieses Jahr wirklich angebracht. Das haben wir noch, aber da sind die Bestände auch gerade so auf der Kippe. Die sind gerade so in der 31 gekommen, auch die Gerste. Das haben wir halt nicht so den größten Druck. Ja, dann habe ich noch ein bisschen was mit Totalherbizid, jetzt mit Ausfallgetreide, aber auch nicht mehr die Welt. Und dann sind wir schon up to date. Und da wollte ich eigentlich zum Ende der Woche
Heute ist Dienstag. Ich wollte zum Ende der Woche Sonnenblumen legen. Das sind ungefähr 80 Hektar. Wollte die dieses Jahr als erstes reinlegen. Das letztes Jahr so ein bisschen bei den Nachbarbetrieben beobachtet. Das geht gut. In den ersten Jahren hatte ich ein bisschen zu viel Angst vor Frost. Beziehungsweise ich hatte so ein bisschen auch Angst. Was heißt Angst? Zeitlich hatten wir halt deutlich mehr Stress in den letzten Jahren. Dann sind wir halt erst so am 25. letztes Jahr, glaube ich, fertig geworden, oder? Und davor sind wir halt deutlich, glaube ich, Anfang Mai fertig geworden, sodass wir ja erstmal den Mais reinkriegen wollten und dann wollten wir weitersehen. Das ist dieses Jahr ein ganz anderer Schnack. Wir haben 18. April und wir haben 230 Hektar fertig. Und wenn wir jetzt noch 4 Tage gutes Wetter haben, dann haben wir den Rest auch spätestens dann auch drin. Wir werden heute ein bisschen ausgebremst. Detlef seiner, der 39 ist in der Durchsicht. Deswegen haben wir nur 3 Zubringer heute, obwohl wir 4 wirklich heute gut gebrauchen könnten. Und ja, morgen wird hier die Fahrbahnmarkierung gemacht, sodass wir morgen hier nicht herfahren können oder wir haben halt 10 Kilometer Umweg. Deswegen fahren wir morgen ein bisschen auf schweren Böden. Und dann gucken wir uns ansonsten das gleich mal in der Kabine an, wie das Fahren jetzt ist, wie ich mir alles eingestellt habe. Bis dann. Hier eine Stelle kann ich euch kurz zeigen. Ich habe gerade Aufnahmen mit dem Handy gemacht. Aber hier war im Prinzip ja kurze Strohreste. Und hier seht ihr halt den Optimalfall, wie es eigentlich am geilsten wäre. Ne? Wenn hier in der Mitte wirklich das alles oben drauf liegen bleibt. Natürlich ist es hier super schwierig, ein Saatkorn zu applizieren. Das bekommt man wohl mit Mais ganz gut hin. Aber zum Beispiel ein Raps oder so, da ist das natürlich ganz schön dick. Ja, aber hier unter kommt die Erde. Aber da hätten wir natürlich maximale Beschattung in so einem Bestand. Aber es funktioniert. Wichtig ist nur, dass das Stroh entsprechend kurz ist, damit es da durchfließen kann. Und ganz wichtig, der Boden muss hart sein. Was ich im Sommer festgestellt habe, auch auf Stücken, wo wir Stripte gemacht haben zu Raps. Und da war Stroh drauf und auch kein Stroh abgefahren. Und da war auch Lager. Also lange Stroh, hat das funktioniert, aber nur, wenn es keinen Stoppelsturz gab. Wenn der Boden halt hart ist und die Schneidscheiben da sich durchtrennen, das Material durchtrennen, dann funktioniert das. Aber nicht, wenn man einen Stoppelsturz macht und der Boden ist weich und dieses Strohzeug ist wie so ein Schwamm, ja. Dann fehlt da der Widerstand. Aber das funktioniert. Ist halt so, da muss man sich ein bisschen rumexperimentieren, was geht und was nicht. Aber sowas hier ist einfach. Das ist wirklich super simpel. So, mein Lieschen kommt auch gleich vorbei. Anton ist hier tatsächlich noch nicht drinnen gefahren. Serjon ist da sehr gerne gefahren. Ich habe ihn gefragt, ob er heute vorbeikommt. Er sagt, nein, tut mir leid, ich habe heute Termin mit Oma. Ich kann nicht. War die Antwort. So, ich fahre eigentlich die ganze Zeit hier so ein bisschen mit dem Finger. 2 habe ich Liftachse, 3 habe ich Gerät ausheben und das war's im Prinzip. Hab mir den Rest mit iTech sozusagen eingespeichert. Fahren wir wieder in die nächste Spur rein. Das ist deutlich wendiger am Vorgewende. Ich habe noch ein bisschen Angst wegen der Lenkung. Deswegen bin ich sehr, sehr zögerlich. Aber ansonsten kommt der so krass eng rum. So, dann werde ich hier langsam, dann drücke ich die Autopilot-Taste. Dann drücke ich die 3 und aktiviere damit hier das Fass. Und dann die 1 und hebe damit die Liftachse an. Starte damit die Zapfwelle und dann geht das seinen Gang. Dann haben wir natürlich am Anfang hier ein bisschen mehr Menge. Das ist halt hauptsächlich der Drehzahl. Und dem Getriebe geschuldet, weil wir halt langsam fahren, hohe Drehzahl haben an der Pumpe, aber ihr seht, das Fass korrigiert es relativ schnell. Und das ist natürlich auch ein bisschen zeitverzögert, wie es angezeigt wird, aber das Fass korrigiert das sehr, sehr schnell. Also ich habe das sehr aggressiv eingestellt in der Theorie, nicht nur, auch in dem Terminal, sodass das relativ schnell sich nachregelt. Wir fahren natürlich nach Applikationskarten, wie ihr hier seht. Und er markiert, sobald ich das Güllefass einschalte, markiert er das auch entsprechend. Wir fahren mit RTK, wie ihr seht. RTKX. Ja. Was noch ein bisschen problematisch ist. Jetzt sind wir leer.
Was noch ein bisschen problematisch ist, ich habe meine Spuren noch nicht hier drauf. Also wir kriegen Johnny-Spuren auf Fanspuren kriegen wir wieder zurück, aber nicht umgekehrt. Aber ich habe gestern mit 365 Founder telefoniert. Dann sagt der Gute so zu mir, ja du pass auf Hannes, ich bin hier heute auf dem Event, ich probiere das an einem John Deere aus, der ist gerade hier mit der Taskdata. Schick mir mal deine Datei. Schicke ich ihm meine Datei. Macht er mir zurück Sprachnachricht, ja guck mal hier mit Bildern, Datei eingelesen, guck mal, war alles drauf. Also ging alles am John Deere Terminal. Ich mache genau dasselbe, wie er auch. Auch Taskdata importieren, importieren erfolgreich. Aber ich finde die Auftragsdatei nicht und ich finde die Feldgrenzen nicht. Und bei ihm war alles drin. Feldumrandung, AB-Spuren, auch mit meiner Bezeichnung, alles drum und dran. Und da weiß ich noch nicht, vielleicht hat einer von euch einen Tipp, wie ich die da rüber bekomme. Bei Svenny muss ich erst ein Update machen, damit ich mir die von Svenny hier rüberziehen kann. Aber mit der Taskdata wäre es eigentlich am einfachsten gewesen, habe ich mir gedacht. Aber ja, das verstehe ich nicht. Der Kollege, mit dem ich gestern von John Deere telefoniert, war nicht John Deere, von der Werkstatt, der meinte, ja, das funktioniert nicht in der Taskdata mit John Deere, mit 365 Farmnet. Witzigerweise schickt mir 365 Farmnet dann aber eine Nachricht, hier, guck mal, haben wir gemacht, hat funktioniert. Keine Ahnung. Ich hätte es gern, dass das funktioniert. Ich will jetzt gerne hier meine Linien drauf haben. Sind zwar jetzt nur noch zwei andere Stücken, aber naja. Ich meine, ich habe es schon festgestellt, wenn ich genau exakt über die Stoppeln die Linie einfahre, dann ist sie nahezu identisch. Man bekommt das schon hin, wenn man das möglichst über eine lange Strecke macht. Dann sieht das wirklich, wirklich hervorragend aus. Dann ist sie auch absolut identisch mit Fan. Aber ich hätte das schon gerne, dass ich einfach nur tippe und sage, hier meine Spuren und die sind ja drinnen, zumal das ja nur hier was Langfristiges ist, sodass ich im Sommer für den Raps auch meine Spuren haben möchte. Jo, jetzt kann ich hier die 2 wieder drücken. Da habe ich mir jetzt Geschwindigkeit 42 eingestellt, sodass ich am Vorgewende ein bisschen schneller hier rollen kann. Ansonsten fahre ich mit Drehzahlbegrenzung auf 1600 Umdrehungen. Und wenn ich die aus habe, habe ich ihm eingestellt, dass er maximal, nee, nicht den Verbrauch, Hannes, dass er maximal 850 Umdrehungen an der Gelenkwelle fährt, damit wir nicht so einen Druck haben und der kann ja ruhig ein bisschen früher schalten. Genau, so habe ich mir das eingestellt. Aktuelle Stunden, seht ihr, der hat jetzt, das Liter pro Stunde, der Verbrauch, der hat jetzt 22 Stunden runter, der Schlepper. Verbrauch, kann ich euch sagen, ist jetzt hier auf dem Stück 15,1 Liter auf dem Hektar. Man muss aber auch sagen, ich habe heute relativ viel gewartet und ich habe heute relativ viel, auch von ganz oben nach ganz unten, bin ich schon runtergefahren, den Zubringern entgegen und das Ganze zurück. Das übt sich, wirkt sich natürlich auf den Verbrauch erheblich aus. Wenn wir jetzt hier gerade straight fahren, mit Gerät runter, zeige ich euch gleich, sind wir bei 9 bis 11 Liter auf dem Hektar. Dann kommt noch das Pumpen dazu und das Video, was ich jetzt vor kurzem gezeigt habe auf YouTube in einem Short, war mit dem Sayon aufgenommen, als die Zubringer permanent rankommen. Ja? Das heißt, das wäre vergleichstechnisch machbar, wenn wir die ganze Zeit Zubringer haben, die dann rankommen, dann kann man was zum Verbrauch sagen, wie sich der verhält. So, Lisa. Ich will doch keine Musik von Montez verpassen. Erzähl, wie fährt er sich? Wir sind gerade erst losgefahren und ich muss jetzt schon Bestandsaufnahme machen. Tja, bisher sehr smooth, ne? Ein bisschen über den Acker gleiten. Wie ist die Massagefunktion? Oh, mega. Mega. Und du sagst immer, du bist kaputt von der Arbeit, wenn du nach Hause kommst, weißt du? Hast hier Sitzliftung, bist durchmassiert, Trecker fährt alleine. Was machst du eigentlich den ganzen Tag? Verstehe ich nicht. Ja, ansonsten 3 Knöpfe hast du gedrückt, hast du gut gemacht, ne? Ja, 3 Knöpfe gedrückt, direkt nach vorne geschoben. That's it. Das Ding fährt. Okay. Piept bisschen. Nix los. Gut. Gut. Ist gut. Danke. Bitte.